Ey, findet ihr es eigentlich auch so krass, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es Ericsson mit einem Herzschrittmacher wieder dahin geschafft hat, wo er fast eigentlich davor war? Geisteskrank. Erik ten Hag würde ihn gerne nach Menu holen. Ist das im Gespräch oder hast du dir das aus dem Arsch gezogen? Hat Sky geschrieben, okay, krass. Und das ist auch wieder ein perfektes Beispiel. Ihr wisst gar nicht, wie ausschlaggebend Trainer sind für deine Karriere. Wenn du einen Trainer hast, der dich immer unterstützt, landest du heute plötzlich von heute auf morgen bei Manu. Nur weil dieser Ten Hag ihn möchte, landest du plötzlich bei Manchester United. Buff. Guck dir James Rodriguez an. Guck dir den an. Der Mann ist Carlo Ancelotti gefolgt wie eine Eins. Wie eine Eins. Ancelotti hat James Rodriguez geliebt. Der ist nach Real gegangen wegen ihm, nach München und nach Everton. Das ist so. Also, wenn du einen Trainer hast, der dich liebt und unterstützt, dann ist Profi werden so einfach. That's the way.